Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von Arm Haringway. Wir spielen Super Smash Bros. For Wii U. Und das Ganze mal mit einem kleinen Versuch, sagen wir es mal so. Denn ich habe ja eine halbwegs gut bestückte Freundesliste. Und ich habe so ein paar Leute, die andeutungsweise irgendwie, na gut, ganz viele, die Mario Kart spielen, okay. Aber irgendwie sind auch so ein paar Leute dabei, die irgendwie Smash Bros. Offen haben. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass ein paar von denen das eventuell sehen. Und ich mache jetzt einfach mal einen Freundesraum auf, hier im Online-Modus. Wir gucken uns das vielleicht auch ganz kurz mal zusammen an. Und dann warten wir einen Moment. Das würde ich dann aber rausschneiden. Und dann gucken wir mal, ob irgendjemand dem Ganzen jetzt hier joint oder nicht. Also Freunde. Aha, da ist irgendjemand. Irgendjemand ist da am Daddeln oder so. LP Nico. Freie Plätze. Ja, die Frage ist, darf ich da jetzt bei dir rein, LP Nico, oder nicht? Ich gehe da jetzt mal rein. Er wird ja unter Umständen den Raum wieder zumachen, wenn er keinen Bock auf mich hat. Keine Ahnung, probieren wir es mal aus. Ich weiß jetzt leider nicht, wer LP Nico ist. Ob das irgendjemand ist, den ich jetzt tatsächlich von YouTube kenne oder wie auch immer. Hallo LP Nico, da bin ich jedenfalls. Und ich würde jetzt ein bisschen gegen dich spielen, wenn du... Hoppla, nein. Ich würde jetzt ein bisschen gegen dich spielen, wenn du Lust drauf hast. Bin gespannt. Es sieht zumindest danach aus. Er ist in die Stage-Auswahl gegangen. Ja gut, dann... Ich habe keine Ahnung, was er für Regeln eingestellt hat oder wie auch immer. Ich lasse mich jetzt überraschen. Gut, gegen LP Nico mit Little Mac. Bin ich mal gespannt, ob das auch so verbindungstechnisch gerade mal hinhaut oder ob wir da auf kleinere Probleme stoßen. Ihr kämpft mit Bowser gegen mich und ja, dann wollen wir doch einfach mal gucken, was der gute LP Nico so drauf hat. Und ja, das ist so eine Sache, die ich jetzt gerne in Smash Bros. Öfter übrigens machen wollen würde. Also so gegen euch quasi gesehen spielen, kämpfen. Wäre halt ganz cool, wenn wir uns da so drauf etwas einigen, ja, auf etwas einigen können. Also, wie ihr das braucht, sag ich mal. Damit ihr wisst, dass ich online bin und gerade mal Smash Bros. Spielen will, muss ich dafür dann immer ein Video auf YouTube hochladen? Oder reicht es dann nicht eher, wenn man... 3 Stocks hat er übrigens eingestellt, sehe ich gerade mal, ohne Zeitlimit. Das ist eine sehr gute Sache. Und ohne Items, also er weiß, wie man Smash Bros. Kämpfe irgendwie so gestaltet, dass sie auch tatsächlich spannend sind. Beziehungsweise, dass das auch so funktioniert. Gut, nee, wie gesagt, wie braucht ihr das? Braucht ihr da ein Video oder braucht ihr, ja, reicht eine Twitter-Meldung oder ich weiß es nicht genau. Das ist halt so das Ding. Ich brauche da euer Feedback, damit das in Zukunft funktioniert. Also die Sache ist ja, ich werde diese Aufnahmen hauptsächlich am Wochenende machen können. Also geht nicht davon aus, dass ich irgendwie unter der Woche mal Zeit und Muße habe, so ganz kleine Smash Bros. Videos aufzunehmen. Das ist dann in dem Moment einfach so. Also nehmt mir das nicht übel, falls ihr zu den Leuten gehört, die irgendwie nur unter der Woche spielen können. Ich bin halt der Wochenendzocker. Und ja, würde mich schon reizen, gegen mehr von euch zu spielen. Und auch das Match hier gegen Nico gefällt mir ziemlich gut. Da war ich zuerst... Da hatte ich zuerst die Oberhand. Jetzt zum Schluss hat er ein paar gute Moves mit Bowser landen können. Und jetzt hänge ich halt ein bisschen zurück. Das ist doof. Aber noch ist es, glaube ich... Noch ist es so, dass ich es, ja. Also das Leben hat er auch nicht mehr lange. Davon gehe ich zumindest mal aus. Und dementsprechend würde ich ihn jetzt ganz gerne einfach mal rausschubsen. Mein Gott, kann doch nicht... Ja, kann nicht so schwer sein. Doch, es kann schwer sein. Wow, und da hat er mich schön zur Seite geschmashed. Geschmashed. Gesmashed. Ja, das hat funktioniert. Er weiß, wie man mit einem Bowser gegen einen Little Mac umgehen kann. Aber gut, okay. Jetzt ist mein Little Mac auch nicht unbedingt der Beste. Deswegen passt das schon. Du kannst die Regeln ändern. Nö, ich würde das schon jetzt so lassen.
Ich bleib weiterhin bei Zufall und bin mal gespannt, ob Nico jetzt im Raum bleibt oder wie auch immer. Können jetzt andere Leute wiederum von meiner Freundesliste seinem Raum joinen oder ist das nicht möglich? Wird wahrscheinlich nicht möglich sein, oder? Die werden jetzt einfach nur sehen, dass ich mit Freunden spiele, aber dass ich ja eben keine wirkliche Chance habe, irgendwie da jemanden noch einzuladen oder so. Ja, aber vielleicht täusche ich mich da auch so ein ganz klein wenig. Jetzt ja ganz lange in der Stage-Auswahl. Ich glaube, Nico ist ganz aufgeregt, weil ich jetzt in seinen Raum gegangen bin. So total unverhofftermaßen. Ich meine, wie das halt mal so ist, kann man halt machen. Ich bin immer mal wieder für eine Überraschung gut. Und das Spiel bietet sich einfach so wunderbar dafür an, auch mal ein bisschen mit euch zusammen zu zocken. Ahahaha, das ist eine von ihm erstellte Stage. Oder? Das ist doch nichts. Nee, das ist nichts von mir. Also es kommt mir halbwegs bekannt vor, weil so würde eine Stage von mir aussehen. Aber ich glaube. Oder? Ich war ganz kurz im Stage Editor mal drin und habe da so ein paar Dinge ausprobiert und getestet. Ich kann mich an den Hintergrund hier erinnern. Ich kann mich an schlechte Plattformen erinnern und so. Generell, der Stage Editor ist eine super dolle Idee, aber. Ich selber, ja, bin jetzt nicht so der kreativste Typ, was das angeht. Deswegen sieht eigentlich fast alles, was ich mache, so aus wie das hier. Finde ich aber lustig, dass man die Sachen aus dem Stage-Editor überhaupt im Online-Modus spielen kann. Gut, jetzt vermutlich halt nur in Kämpfen gegen Freunde. Achso, ich hatte eine Waffe aufgehoben. Ich habe mich gerade gewundert, hä, warum? Seit wann kann Schulk Geschosse verschießen? Aber, na gut. Er läuft momentan ganz gerne von mir weg. Ich weiß nicht genau, was da sein Hauptantrieb ist. Ist vor allem gerade ein bisschen doof, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob hier ein Zeitlimit eingestellt ist oder nicht. Oder... Ich weiß halt nicht. Das sieht momentan so aus, als würde er nur von mir weglaufen. Und das macht jetzt zugegebenermaßen dann nicht gar so viel Spaß. Und wenn das so weitergeht, Nico, dann muss ich mir unter Umständen doch jemand anderen suchen, mit dem ich dann hier so ein ganz klein bisschen spielen kann. Denn das ist doof. Allein schon aus Gründen der Spannung. Ich hoffe, du verstehst das. Ups. Ja, toll. Jetzt bin ich so ein ganz klein bisschen in die Bredouille gekommen. Flupp. Okay. Kleiner Wario. Er hat mittlerweile schon zwei Items eingesammelt, ich glaube. Es fehlt ihm nur noch das dritte und dann kann er das ultimative Item zusammenklöppeln. Wario kann ganz schön schnell rennen, wenn man ihn lässt. Ist unfassbar. So. Da hat er jetzt... Ne, hat er nicht alle drei Items. Das ist was anderes, was er jetzt eingesammelt hat, oder? Weil ansonsten... Hui! Ansonsten wäre das doch schon losgegangen, die olle Kanone. Ich glaube, dem ist so. Ups. Okay. Und... Ultra! Smash in der Theorie. In der Praxis... wurde das Spiel abgebrochen. Das tut mir leid. Okay. Dann kann ich es jetzt an der Stelle nicht ändern. Und dann würde ich ganz kurz... den Kampf verlassen und mal kurz gucken, ob vielleicht irgendwer anders noch was offen hat oder so. Nee, leider nicht. Bennett, okay, ich stelle mal ein paar Dinge ganz kurz um und vielleicht kriege ich noch gegen irgendjemand anderen dann so was zustande. Also bis gleich. So, da habe ich mich jetzt mit Twitter, via Twitter, mit Pikachu abgesprochen, dass sie einen Raum aufmacht und dementsprechend gehe ich jetzt in den Raum von Pikachu rein. Eventuell kommt gleich noch Black Onilink rein. Jetzt schreibt sie gerade auf Twitter, welche Regeln. Das ist... Da muss ich ihr doch gleich mal simultan antworten. Mir egal. Smiley. So ähnlich. Okay. Gut. Denn mal,
Bin gespannt, was das Ganze so geben wird und so und ob das irgendwie schön wird oder auch nicht. Ich bin jedenfalls absolut kampfbereit. Ich habe keine Ahnung, was Pikachu kann oder auch nicht kann, aber auch das ist mir offen gesagt egal. Hauptsache, es kommen jetzt ein paar schöne Matches bei rum, die irgendwie Laune machen. Gut, ja, wie gesagt, was mit Nico los ist, weiß ich nicht genau, aber das ist ja nicht weiter schlimm und wild und ja. Muss mir da für Zukunft einfach irgendwas einfallen lassen. Die Sache ist halt, wenn ich in so einer Aufnahmesitzung bin, dann muss ich das, also mir ist es immer lieber, wenn das alles ein bisschen schneller geht und so weiter und wenn dann im Vorfeld mehr oder weniger klar ist, was Sache ist und so und wie viele Matches gespielt werden vielleicht und so weiter. Also wäre es wirklich ganz gut, wenn man sich im Vorfeld irgendwie absprechen könnte oder dürfte oder wie auch immer. Ob es nun via Twitter ist oder Skype oder so, ich weiß nicht genau. Aber sehr lustig. So, Diddy Kong gegen Toon Link. Gut, dann tun wir mal unser Möglichstes, um den ollen Toon Link so ein ganz klein bisschen in Bedrängnis zu bringen. Zum Beispiel mit einem wunderbaren Ratschlag von Diddy Schnoops. Items sind aktiviert, das ist okay. Dann bin ich mal gespannt, ob das hier den Ausschlag geben wird oder nicht. Momentan spielen wir beide so ein ganz klein bisschen, als ob wir dieses Spiel noch nie angefasst hätten. So, hier. Haha, nehme er dies. Nehme sie dies. Und so weiter. Diddy ist jetzt auch so ein ganz toller Charakter. Ich glaube, der soll gut sein. Ich glaube, der war sogar in Smash Bros. Brawl Top-Tier. Bin mir da aber so ein ganz klein bisschen unsicher. Ja, wer halt mit einem Affen spielen will. Also, von mir aus. So. Nein, nein, nein. Ich lasse dich die Helfer-Trophäe nicht einsetzen, doch du setzt sie ein. Oh nein, es ist der Stern der Verdammnis, der es irgendwie wissen möchte. Ups. Das war dann ein klassischer Self-KO. Das wiederum war mein wunderbares Raumschiff der Glückseligkeit, das Toon Link nicht mal im Ansatz findet. Was habe ich jetzt gerade in der Hand? Ich glaube, das ist der Baseballschläger, oder? Ob es mir gelingen wird, einen wunderbaren Smash zu landen? Nicht wirklich. Aber was nicht ist, kann ja auch werden. Interessant. Ich hatte jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, dass ich den Stern eingesammelt hatte. Ach, verdammt. Nein! Bitte, nach oben! Nein! Ah! Oh! Da war jemand ganz schön heiß auf diese olle Helfer-Trophäe. Hilfe! Ups! Ey, aus welchem Spiel war nochmal dieser komische Satan-Fritze? Das habe ich mal irgendwann bei in den Einstellungen gelesen, beziehungsweise bei den Trophäen. Woher der stammt. Ich weiß es aber nicht mehr. Irgend so ein komisches NES-Spiel, glaube ich. Sehr seltsam, dass der hier seinen Weg in Smash Bros. 4 Wii U gefunden hat und schon wieder selbst zerstört. Ich glaube, das ist die größte Schwachstelle von Toon Link hier auf der Stage. Die komischen Blöcke. Oh Gott! Die komischen Blöcke auf der Unterseite, die wenig Spaß bringen. So, ich möchte. Nein! Ich möchte nicht sterben. Und ich hätte furchtbar gerne den Ultra Smash eingesammelt. So, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ist das jetzt gerade unfair oder so? Ich weiß es nicht. Es ist. Items sind aktiviert. Ich kann nichts dafür. Sie hat die Items selbst eingestellt. Was zum Teufel? Ups. Ui. Was ist das denn hier? Achso, das war irgend so ein Earthbound-Charakter, glaube ich. Der da so ein bisschen rumgeschnupst hat. Ups. Die Tomate, das war wichtig, dass ich das einsammle. Und da ist ein Keldeo. Und da war irgendwas anderes. Und da habe ich doch tatsächlich gewonnen. Okay, gut. War schön. Kann man durchaus mal tun. Gegen Pikachu spielen. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Boah, ganz viele Sachen. Ganz viele Münzen als Belohnung. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob Black Oni Link noch dazu kommt. Oder eben auch nicht. Neuer Gegner, Black Oni. Yay! New Fighter appears! Schön. Dann balgen wir uns jetzt ein bisschen zu dritt. Ja, wie gesagt, so One-on-One technisch, da kann man so viel, man könnte so viel absprechen und so viel irgendwie schön machen und so. Aber dafür müsste ich wahrscheinlich wirklich tatsächlich wissen, wer von euch da überhaupt Bock drauf hat. Also,
Wenn ihr irgendwie auch nur andeutungsweise Lust darauf verspürt, gegen mich Smash Bros. Zu spielen, dann schreibt mir das in die Kommentare und schreibt gleichzeitig, wie ihr kontaktiert werden könnt, wenn ihr irgendwie Bock drauf habt oder so. Also das wäre wunderbar, weil das würde mir helfen und das würde euch helfen und das würde uns allen helfen, glaube ich zumindest. Gegen Fox und ach was, ja. Mit wem kämpft wohl Black Oni Link? Das ist jetzt zum Glück überhaupt kein bisschen überraschend, aber na gut. Hätte ich mir ja denken können. Hui. Hätte ich mir ja in der Tat denken können. Ups. Mal schauen, ob der gute Black Oni ein Könner ist oder nicht. Es hört sich zumindest so an, als hätte er schon in der Vergangenheit ein paar Mal mit Sydney gespielt. Und dabei sicherlich auch viel Spaß gehabt. Bobs. Bobs. Na gut, halt nicht. Final Destination. Wunderbare Stage. Passiert im Hintergrund so viel. Es ist der Wahnsinn. So. Hui. Kann es sein, dass er... Nee, Quatsch. Das eine Item... Das eine Item... hatte Pika fallen lassen. Glaube ich zumindest. So. Jetzt möglichst... Ja, jetzt habe ich schon mal zwei Items. Jetzt bräuchte ich nur noch das von Oni und dann wäre die gesamte Welt wunderschön. Das ist ein unglückseliger Bohrer, der ganz schön wehtut, wenn man ihn korrekt einsetzt. Da habe ich jetzt ein wunderbares Item verloren. Oh, ich will Ultra! 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 Ja, warum ist der scheiß Ultra-Smash da hinten? Irgendwo. Nein, das könnt ihr mir nicht antun. Das Ding will nicht eingesammelt werden, oder? Wir sollen da hinten hinkommen. Hallo. Nein! Oni hat den Ultra Smash. Okay, ist aber nicht weiter schlimm, weil... Ja, er hat nicht mehr... Er hat nicht mehr viel. Er hat nicht mehr viel gehabt. So. Jetzt kommt... Scheiße. Gibt es Scheiß Ultra Smash her. Oder halt Helfer-Trophäe. Ist vielleicht auch nicht so blöd. Okay. Ja, bei Link ist es ja so, da muss man sich nur ein bisschen Sicherheit bringen und dann ist alles okay. Genau, und dann kann ich direkt den Abstauber KO landen. Ich glaube, das war ganz brauchbar. Voll den Yoshi genatzt. Nee, das war jetzt nicht so prall. Nein. Wie steht's eigentlich jetzt? Ach so, ich sehe gerade. Oh, Oni hat ja noch... Warum hat Oni noch zwei Leben? Ich bin gerade ein bisschen gefuchst. Pikachu, dagegen müssten wir eigentlich was tun. Jetzt so spontane Verbrüderung gegen den gemeinsamen Feind. Weil nur dann können wir gewinnen und obsiegen. Und... Ja, da macht sie Pika Pika hier. Haut den Yoshi raus und freut sich. Das ist so schön. Na gut. Link, herrlich. War ein schönes Match. Oder so ähnlich. Na gut. Diese Runde mag an euch gehen. Aber die nächste Runde werde ich dann hoffentlich zu meiner Zufriedenheit gestalten können. Bupidup. Jetzt lese ich gerade hier auf Twitter, es ist schön, wenn man das nebenbei aufhat, Mario Maker wird Yoshi wohl auch mit von der Partie sein. Ja, würde sich anbieten, insbesondere für die Super Mario World und New Super Mario Bros. Wii Stages. Wäre halt dann nur doof für... Ja, wie sagt man das? Also... Was ist mit den alten, also dem Mario Bros. Setting bzw. dem Mario Bros. 3 Setting? Das habe ich sowieso noch nicht hundertprozentig verstanden, wie das funktioniert, aber egal. Oh, das ist cool. Ich dachte, die bleiben alle bei ihren Charakteren, aber nö. Pika wechselt fleißig munter durch. Vielleicht macht sie ja auch Zufall, so wie ich. Mit der Wii-Fit... Nee, Wii-Fit-Trainerin wollte ich gerade sagen, aber sie ist der Wii-Fit-Trainer! Und Oni ist Prinzessin Zelda. Na gut, er bleibt zumindest seiner Zelda-Haftigkeit treu. Das ist lame, Oni. Das ist super lame.
Sowas macht man nicht. Wenn man einigermaßen beliebt sein will, beziehungsweise noch Bock hat, öfter gegen den Hering zu spielen, dann macht man sowas einfach nicht. Weil das ist... Nee. Nyx! Scheiß Spammer! Dafür gibt es erstmal ein bisschen was auf die Plauze. So. Bam! So, als kleine Revanche für das Match eben wäre das sowieso angebracht. Wenn ich jetzt Oni einfach so ein ganz klein bisschen haue. Aha, okay. Auch interessant. Ja. 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 Und wegnatzen. Bam. Power of Ike. Okay. Hat wunderbar funktioniert. So. Dann bin ich mal gespannt. Die Fee, was mache ich mit der Fee? Ich schmeiß das Ding jetzt lieber erstmal weg. Ich wusste jetzt offen gesagt nicht mal, ab wann die Fee einen heilt. Ab 100% oder so? War das so? Ich glaube. Hätten jetzt nicht mehr viele Prozentpunkte gefehlt zugegebenermaßen. Jetzt hätte ich es auch schon nehmen können. Aber ich hatte zu viel Angst, dass irgendjemand anfängt und mir die Fee vor der Nase wegklaut. Das wäre jetzt nicht so günstig gewesen. Zumal Pikachu ja in einem ähnlichen Prozentbereich lag. So. Wer sich auch hier die ganze Zeit in Sicherheit bringt, das ist unfassbar. Hauptsache ein ganz kleines bisschen auf Sicherheit, ne? Ja gut. Er ist ja Prinzessin Zelda, da sei ihm das fast verziehen. Ups. Uiuiuiui. Das war knapp. Das war super knapp. Ach komm. Der gute Ike. Mit dem habe ich, glaube ich, online bisher auch noch keine Schnitte gesehen. Also, nicht wirklich was gerissen. Ist jetzt, ja. Aber zugegebenermaßen mit ihm auch wirklich nicht einfach. Weil Ike einfach Ike ist. Ich glaube, so kann man das durchaus festhalten. Hm. Aha. Ich mag das Match jedenfalls, den Verlauf des Matches gerade. Könnte schlimmer sein. Aha. Falsche Richtung. Ups. So funktioniert also der Ultra Smash von Zelda. Interessant. Hätte mich, glaube ich, voll erwischt, wenn er richtig gezielt hätte. Aber die Zeit hatte er wohl nicht mehr, da richtig zu gucken. Yay. Voll rein. Wo ich der Meinung bin, dass ich den Schild aktiviert hatte. So, das war der Wii-Fit-Trainer. Okay. Jetzt kümmern wir uns wieder um das eigentliche Problem, nämlich diese Zelda. Helfer-Trophäe wäre cool. Mal gucken, wer es ist. Es ist... Wer ist es? Hä? Interessant. Habe ich jetzt nicht so hundertprozentig verstanden, aber ich wusste auch nicht, was für ein Vieh das ist. War das ein Pokémon oder so? Ne, kann ja nicht. Das war ein Helfer-Trophäe. Nein, ein blauer Panzer. Es war so klar. Ah, Gott. Gut. Dann haben wir jetzt... Ja. Eine gefährliche Zelda, weil noch zwei Leben. Eine wild gewordene Pikachu, die es unbedingt mit mir aufnehmen möchte. Und ein kleiner Ike, der irgendwie versucht, das Beste aus der Situation zu machen. So, weg. Okay. Mal wenn es das geschafft. Scheiß Pokémon. Was ist das? Was macht es? Es macht Scheiße. Nein! Ich weiß nicht, was du bist. Ich weiß nicht, was du tust. Ich weiß nicht, warum du so stark bist. Scheiße! Jetzt hat er noch das Herz da weggeschnappt. Das wird nicht gut werden, fürchte ich. Weil ich nicht wirklich weiß, wie ich mit Ike umgehen soll. Jetzt habe ich ihm doch ein bisschen Schaden zugefügt, aber das ist halt noch nicht so
So, dass ich mich wohlfühle. So, dass ich mich wohlfühle. Scheiße. Nein. Ich muss in den Nahkampf gehen, weil sonst nervt er mich nur mit den ganzen dämlichen Feuerbällen. Ich glaube, das ist verständlich. Mann. Mein Zelda ist jetzt zugegebenermaßen auch nicht die schnellste. Der schnellste Charakter, den man nehmen kann. Oh, da hat er einen Fehler gemacht, glaube ich. Das war jetzt mit dem Teleport nicht so hundertprozentig optimal von ihm. Oh, wer hat denn das gemacht? Das habe ich jetzt offen gesagt nicht verstanden. Bam. Okay. Nein. Mehr Teleport-Action. Das wird... Das ist zu knapp, das Match. Zu knapp. So. Wenn ich mit ein bisschen heilen können. Nutzt mir leider gar nichts. Wow. Wow. Oh, zum Glück bin ich da nicht rein. Und diese Fee rettet mir den Arsch, glaube ich. Oh, oh. So. Das weiß jetzt aber, glaube ich, auch Uni. Dass er da ein bisschen Pech hatte. Itemglück halt. Okay. Dafür hat es mir jetzt richtig gegeben. Da habe ich mich schon wieder zu sicher gefühlt. Okay. Interessant. Interessant. Hm. Ja, komm, jetzt. Heieieiei, diese. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hatte ich in letzter Zeit echt nicht oft solche Matches. Und dann renne ich auch noch voll rein. Ach, ich bin so ein... Ich bin so ein kleiner. Ich bin so ein kleiner Wicht. Ein Wicht in dieser Schicht. Bam! Erwischt? Erwischt. Huh. Zu viel Aufregung. Für mein armes, kleines, schwaches Herz. Aber, ja gut. Zumindest habe ich mal jetzt mit Ike gewonnen. Das war doch gut. 7,5 Minuten hat der ganze Scheiß gedauert. Oh Gott. Gut. So eine Art Zeitbegrenzung wäre, glaube ich, super. Das sollte man noch einführen. Dann wäre das optimal. Aber na gut. Ja, ich würde sagen, also ein Zufallsmatch würde ich jetzt in dieses Video hier noch reinhauen. Und dann muss ich mich auch echt schon... bei Pikachu und Black Oni Link bedanken, dass sie für den ganzen Schabernack jetzt einfach mal zu haben waren. So spontan. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und das werden ja hoffentlich nicht unsere letzten Matches gewesen sein. Also über kurz oder lang wird man da eventuell mal wieder aufeinandertreffen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Pupidup. Mit Pikachu habe ich jetzt jedenfalls das krasse Gegenteil gegenüber Ike. Kein Charakter, der eine halbe Stunde braucht, um seine Moves auszuführen, sondern stattdessen jemanden mit Geschwindigkeit. Finsterer Pit und Sonic. Okay. Hm. Hm. Ich bin gespannt. Also, vor allem was Black Oni eventuell mit Sonic so drauf hat. Ist ja schon mal kein Zelda-Charakter, ne? Das ist ja ein Fortschritt, dann. Vielleicht. Oder so. Oder auch nicht. Je nachdem. Ups. Auf jeden Fall, dass es jetzt keine Verbrüderung gegen mich werden wird. Hab andeutungsweise irgendwie das Gefühl, aber das kann mich auch trügen. Mist. Mhm. 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 Oh oh. Hui! In Sicherheit bringen. Und hui! Sonic nicht ganz erwischen. Oh, das wird nicht gut. Mhm. Aha. Ah, und schon habe ich rausgefördert. Okay. Laserschwert wäre cool gewesen. Aber scheinbar gibt's das nicht. Ja, du musst dich dann halt auch mal in das Match einmischen. Was mach ich denn? Boah. Warum war jetzt auf einmal Doppelsprung nicht aktiv? Das wäre beinahe schief gegangen.
Nicht gut. Nicht gut. Komisch. Warum verkacke ich jetzt mit Pikachu? Aber dafür hat es mit Ike einigermaßen geklappt. Lag vielleicht auch an der Stage. Wie ich auch direkt in der Mitte stand und so. Also irgendwie... Das ist ja schon so ein ganz klein bisschen unfair. Aber vielleicht liegt das jetzt auch echt nur an mir. Ich würde furchtbar gerne diese Helfer-Trophäe da einsammeln. Warum darf ich das nicht? Man weiß es nicht genau. Ach ja, die berühmten Zentimeter, die dann irgendwie fehlen. Um den einen super Move zu landen. Black Oni hat übrigens noch alle Leben, was uns gerade ein bisschen zu denken geben sollte. Aber okay. So, jetzt wird Pikachu ihn rausbefördert. Das wird nichts. Weil selbst wenn ich Pikachu jetzt kaputt hauen sollte, wird Black Oni ja zu viel Vorsprung haben. Leider. Muss ich dazu sagen. Aber na gut. Man spürt die Anspannung. Und auch wenn ich mir gerade Mühe gebe, so weiß man doch im Endeffekt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Und das ist echt schade. Das war jetzt doof. Ui! Dass ich es dann rüber geschafft habe. Hallo! Black Samus. Finde ich schön. Finde ich sehr schön, dass du mich da umgenietet hast. Aber okay. Gut. Das waren dann also mal ein paar User-Matches gegen euch. Lange wurde es gewünscht, jetzt habe ich es tatsächlich mal gemacht. Und wie gesagt, wer irgendwie Bock drauf hat, das Ganze dann auch mal gegen mich mitzugestalten oder so, der kann das dann jetzt bei Zeiten irgendwie mal tun oder so. Schreibt einfach unter das Video, wenn ihr da Interesse dran habt. Und ja, das soll es dann für den Moment mit Smash Bros. So ein ganz klein bisschen gewesen sein. Ich war der Herringway. Das war Smash Bros. Für die Video. Ich sagte für den Moment einfach mal wieder Chill mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.